Einen wunderschönen guten Abend. Hallo und herzlich willkommen. Aloha. Seid mir gegrüßt. Ich bin wieder da. Es ist Montagabend und das bedeutet Sinn in den Krieg. Und ab heute steht wieder Fleisch auf dem Speiseplan. Ja, Moment. Also stand es, aber das hatte nichts mit Montag zu tun. Hallo Dima, hallo Chaos, hallo Jake, hallo Hastur und hallo Klopapinguin. Ach, das ist schon Jake, macht heute das Intro? Nee. Bin vorerst nur im Lurk. Alles klar, Dima, viel Spaß. Der Chaos lurkt auch schon rum. Oder hat schon rumgelurkt. Danke für Hund. Moin, Moinsen. Hallöchen. So, wir hüpfen direkt mal rein. Es ist erschreckend ruhig. Ich weiß nicht, was die Jungs vorhaben, aber schauen wir mal. Oh, Chef lädt ins Game. So werde ich begrüßt. Mit OO. Da ist er hier. Mahlzeit. Hallo. Mahlzeit, Chef. Mahlzeit. War so ruhig im Teamspeak, wäre ich gar nicht gewohnt. Ist er bei euch auch nackt? Ja. Aha! Das ändere ich doch gleich. Das strahlt aber keine Autorität aus. Wieso? Ja, wenigstens ist es nicht mehr schwarz wie deutlich. Wow, hast du damit etwa ein Problem? Nee, aber jetzt hast du wenigstens das richtige Gesicht wieder. Achso. Als Schwarzer nicht? Nee, da hat er ein schwarzes Gesicht. Jetzt besser? Bin ich nicht mehr nackt. Hallo. Ich habe leider keinen 5-Euro-Schein, den ich in die Mitte schmeißen kann. Nee, 5 Euro ist doch zu wenig. Dafür rühre ich mich nicht. Dafür gibt's nur meine Stimme im Internet. So, ich habe gehört, Delfinaki Base. Klingt nach einem Plan. Hört sich doch gut an. Einfach weil wir es können. Vielleicht hinterher noch das Powerplant. Was ist denn heute los? Warum ist hier so Grabesstimmung? Habe ich was verpasst? Wurde ein Hund überfahren? Oder ist einfach nur die Hälfte AFK? Wahrscheinlich letzteres. Ach so. Was haben wir denn heute am Start? Wie viele haben wir denn am Start? 14. Wie viel? Ise hat nicht gecheckt, dass er den Channel wechseln muss. Achso. So, dann ändere ich das doch mal. Ach, da oben hocken auch noch zwei. Hallo. Hallo. Die zwei Alten sehen? Von der Muppet Show. Wer ist wer? Sind ja farbkodiert. Wow. Hallo Ise. Hallo. Du musst im Teamspeak immer darauf achten, dass du im Ingame-Channel bist. Sonst hörst du keinen und wir dich nicht. War aber sehr angenehm, weil ich habe dich einfach über den Stream gehört. Ach so, ja, das geht natürlich auch. Und die anderen einfach nicht, ne? Finde ich auch immer eine Alternative. So, haben wir ein InfSL. Höhere Eisen. Da Delfinaki Base ja eine Base ist, könnten wir auch nochmal über Artillerie nachdenken. Ich bin das nicht.
Nom nom. Schmeckt's denn wenigstens? Da du uns hier sowieso so lautstark dran teilhaben lässt, ne? Erstens, was knusperst du? Und zweitens, wie soll deine Squad heißen? Da wird er auf einmal wieder ruhig. Was winkst du? Hallo, Nobi. Ich würde eine kleine SL-Einheit nehmen. Okay. Ja, dann natürlich. Hallo. Hallo. Sani? Hier, Sanne. Ist schon mal gut. So. Na, AT? Ja. Wie sieht's aus? Wilde Hilde, dicke Bertha. Aber dann ist Random traurig. So, was wollte Random denn machen? Ich weiß es ja nicht, aber... Ich will einen Spotter für die Artillerie machen. Nur mal ein bisschen wieder üben. Nur wenn du willst, Random. Dann mach ich nicht mal Abreise bereit. Bring nicht! Dann lock ich mich auch noch mal kurz um. Bist du schon auf dem Häberle? Ja, aber dass ich nur Rifleman bin. Ach so. Da das kein AT gab, dann gehe ich da hin und mach AT-Ingenieur. Eins von beidem, bitte. Eins von beidem? Okay. Ja. Dann mache ich AT. Okay. Noch. Ja, dann noch ein LMG. Hat er. Ja. Dann geh doch hin. Hast du noch ein MG2? Ich habe gestern festgestellt, dass 1500 Schuss relativ schnell weg sind. Ja. Heute ist der erste Tag. Ich weiß nicht, wie wir eine Squad aufstellen. Also ich bin da echt so ein bisschen überfragt. Ist ja nicht irgendwie Tag 45. Deswegen verzeiht mir, dass das so ein bisschen stockt und ich so ein bisschen hinterherhinke. Und das gerade so zäh wie Kaugummi ist. Ja, Leute, wir haben den SL. Da, wir brauchen eine Infanterie-Squad. Abmarsch. Ja. Wie willst du? Willst du mein MG2 sein? Dafür habe ich das Loadout hier. Darf ich dir Sachen in den Rucksack packen? Oh, was ist heute los? Hallo, Ulrich. Feierlich für MG1 und MG2. Ich hab... Den Ersatzlauf brauchst du nicht, den habe ich selber schon. Achso, ja. Ansonsten tu deinen weg und nimm stattdessen noch einen weg damit. Nee, du hast 4 Magazine, das finde ich viel geiler. Okay. Habe ich heute irgendwas verpasst? Wieso? Na, hier ist eine Stimmung wie auf dem Friedhof, also. Das, weil sich niemand auserkoren gefühlt hat, in die Mitte zu springen und zu sagen, hier bin ich, kommt alle her. Achso. Das ist so ein bisschen wie der Honigtopf, wo alle Bienen drauf möchten. Ja. Was wiegst du jetzt? Jetzt? 33,13 Kilo. Sehr geil, ich bin bei 47. Die ist ein bisschen schwer. Du ja, möchtest doch bestimmt wieder Puma fahren, so wie du aussiehst. Sicher doch. Random, denkst du diesmal... Oder willst du einen Marder? An die Richtung. Letztes Mal wolltest du einen Marder unbedingt haben. Ne, Marder. Versuch. 1440 Schuss. Haben wir schon einen oder brauchst du noch einen? Ne, wir brauchen noch einen, wenn wir einen Puma darstellen. Ja. Nur, sagt er. Nur, sagt er. Außer wir wollen Leo 2 mitnehmen. Wir dürfen noch keinen bauen, okay. Also. Ja. Kannst du den Chef jetzt nochmal persönlich fragen wegen der Optik? Ja, mach ich gleich, ganz entspannt. Ja. Erstmal gucken, was hier gerade passiert. Jetzt brauche ich noch einen Fahrer und alles gut, oder einen Kommandant und einen Fahrer, oder keine Ahnung. Jetzt kann ich dir beweisen, dass ich recht hatte, oder sonst was, sondern einfach nur ganz spannend. Ich finde halt, du brauchst halt Werkzeug, womit du arbeitest. Ja, hier, die beiden sehen doch so aus wie bestellt und nicht abgeholt. Einer darf jetzt Panzer fahren und der andere darf schießen, da. Das ist euer neues Zuhause. Ja, aber waren halt nur für Piloten, was ich dir gestern schon sagte. Ja, nur. Ich bin jetzt seit, keine Ahnung, 10 Minuten da und hier kommt einfach kein Schwung in die Bude. Dann mache ich Schwung. Nee, Pilot 80 generell, also.
So, ihr seid Artillerie, da hinten ist der Spotter. So wie ich dich kenne, bist du wieder mein Medivac Heli. Kann sein, dass er seine Meinung dazu aufhält. Schmeiß er Leute in die Menschen wieder. Alles klar. Was mit meiner Meinung? Nicht verstanden. Ich hatte beides noch nicht. Ach, es ging um den IRV 600 Aufsatz fürs ZO4x30. Wenn du den gerade mal parat hast, dann kann ich mir mal angucken. Dann kann ich dir was dazu sagen. Kennst du das Ding? Ich halt mal. Boah, wir haben ja 200 Optiken, ich kenne nicht alle auswendig. Warum eigentlich? Das ZO4x30 ist halt die Standardoptik von der Bewegung, die du einmal mit Nachtsicht noch benutzen kannst. Ja. Du das ZO benutzen kannst und die obere Zweitoptik und du hast einmal das IAV 600, was dir durch die ZO-Sicht quasi eine Wärmesicht gibt, dafür ist aber die obere Sicht komplett gesperrt. Und da war gestern die Thematik, weil mein MG, was ich im Trupp dabei hatte, absolut nichts sehen konnte. Ja. Ich komplett nur am Schweigen war. Hab ich gesagt, pack das Ding drauf und dann arbeitet er damit. Ja, weil es nützt nichts, wenn eine Schwerpunktwaffe nicht arbeiten kann. Das hat er dann genommen und ich weiß nicht, es war so ein bisschen wie so ein volles Kondom, was man in die Hand drückt. Er hat es in die Hand genommen und sofort fallen lassen. Was ist das denn? Nein, das fasse ich nicht an. Ich so, muss doch damit arbeiten können. Ne? Wenn du jetzt hier nicht arbeitest, dann kriegen wir aufs Maul. Ja. Hat er gesagt, ich habe halt immer noch im Hintergrund gehabt, Wärmebild nur für Sondereinsätze. Das ist soweit auch richtig. Ja, dürfen wir auch nicht vergessen, dass auf dem neuen MG3er Fetten natürlich auch sowas mit drauf ist, gerade die Nachtsichtoptik, die dafür jetzt ist. Ja, das ist das, da hast du auch vollkommen recht. Wir sind hier aber so ein ich weiß, wenn ich das jetzt beim MG erlaube, dann brauche ich mich nur einmal umdrehen und wieder zurück umdrehen und jeder Arsch rennt damit rum. Okay. Das ist halt das Problem. Und dann habe ich wieder hast das. Hast du uns gesagt? Nichts. Es kommt drauf an, wenn du dann damit rumrennst, dann würdest du in die Kategorie reinfallen. Ja, ich muss halt dazu sagen, ich finde halt sowas mega witzig, weil halt extrem viel damit rumrennen und halt nicht wissen, da man zum Beispiel dann damit nicht durch Fenster schauen kann und dann aufs Maul kriegen. Oder halt, wenn sie halt wirklich in den Nahkampf kommen, du siehst, wie vollig das Ding ist. Ja, ja, klar. Durch die zweite Optik zu gucken, ne, gucke ich da vor das schwarze, hübsche Ding. Ja, ja, klar. Ja, wir hatten halt mal die Situation, dass Leute mit den Armer Standard-Nachtsichtgeräten unterwegs gegangen sind, die dann auch gleichzeitig die Thermalsicht hatten. Ja, für Piloten haben wir es ja erlaubt. Ja, ja, genau, für Piloten haben wir es erlaubt. Aber genau. Er hat halt gerade die Dings genau. auch, deswegen. Genau, mit den Dingern und da rannte dann halt, also nicht jeder rum, aber eine ganze Squad mit rum. Na, und wir hatten halt vorher gesagt, dass wir halt mit den normalen Nachtsichtgeräten unterwegs sind. Und dann hatte halt eine Squad einen erheblichen Vorteil allen anderen gegenüber. Ja, und wir wollten ja eigentlich die Schwierigkeit der Nacht eben haben, dass wir eben halt auch Flares und ähnliches nachts benutzen müssen. Ja, und wenn wir dann halt wieder mit Thermal unterwegs sind, dann haben wir halt wieder das Problem. Ich muss gerade dran denken, ich finde halt einfach den Gedanken mega witzig, wenn er halt nachts fliegt damit und A, das Ding aufsetzt. Das bringt ihm überhaupt nichts. Naja. Und wenn er doch irgendwo landen möchte, ne, kann er auch nicht erkennen, ob das ein fester Untergrund ist oder ob er vielleicht in dem See landet oder sogar ganz im Meer. Ich weiß. Also wir hatten das halt mal... Wahrscheinlich erlaubt für Piloten. Ich verweigere die Aussage, weil ich mich selbst belasten kann. Landezone markiert durch andere Personen auf dem Boden. Mhm, genau. Nein, deswegen, bei einem Piloten ist es halt egal, ne? Weil er weder einen Vor- noch einen Nachteil dadurch hat. Also eher einen Nachteil als einen Vorteil. Ja, also von daher können die damit gerne rumrennen, aber bei der Infanterie halt eben nicht. Und deswegen verstehe ich, warum das zu einem Diskussionspunkt war. Das war ja kein Diskussionspunkt. Es war ein Nein, das nehme ich nicht. Okay. Ja, okay. Hast du gehört? Ich habe mich an die Regeln gehalten. Wow. Ich ja, du kriegst einen Knuff dafür. Direkt auf die Nase. Darf ich jetzt auch wieder fliegen? Nein. Wieso? Wie, hast du keine Flugrechte? Nein. Habe ich dir weggenommen? Hast du mich weggenommen? Habe ich dich weggenommen? Möchtest du fliegen? Ab und zu als Co-Pilot mal und so eine Geschichten. Wenn du jetzt eine heiße fliegen. Kampfzone hast, wo eventuell mit Little Bird der Pilot mal rausgeschossen wird. Aber nur, weil du dich mal an die Regeln gehalten hast. Ja, dann bin ich dir morgen wieder los. Ja, deswegen ja. Gut, Medic haben wir. Euer Transportmittel haben wir auch. Seid ihr denn 6? Ist die Infanterie denn 6? Sind das 6 Leute? MG2 habe ich mir organisiert. Das ist gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich teile dich jetzt einfach mal der Infanterie mit zu.
Also Leech, in Bezug auf gestern nochmal. Linke Arschbacke, rechte Arschbacke. Dann geht's nämlich auf. Dann ist das euer Transportmittel der Wahl. Gestern war ich zwar nicht da, aber... du bist unser Medivac, da haben wir die Artillerie. Ja, dann passt es doch. Dann können wir doch arbeiten. Du bist jetzt Infanterie. Ja. Dann da drüben. Komm mal mit hier. Hab den Wolf jetzt einfach zur Infanterie verdonnert. Da fühlt er sich ja wohl. Ja, siehst du? Wusste ich's doch. Ja, hier, der Dan, der hat. 3, 4, 5, 6. Ich hab dich einfach mal mitgezählt. Oder wolltest du was anderes machen? Mich? Nee, mir ist das Wumpe. Ja, dann. Gut, du Pilot, da Artillerie. Die sind aber 7. Ja, aber 7 passen doch rein, oder nicht? Nein, 6. Genau. Ah, da gehen 6 Mann rein. Hast du? Sind das 7? Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, woher gerade. 6 und 1, woher läuft. Achso, ja. Schon, da hast du recht. Dann. Einer stirbt ja eh. stecken wir den Sunny einfach in den Sandfuchs und der fährt mit nach vorne. Oder so. Oder wir stecken einen in den Reparaturpanzer und der fährt mit nach vorne. Das. Dann würde ich ihn aber eher in das Cabrio stecken. Dann ins Cabrio. Dass wir Munition in Frontnähe nachladen können. Oder ja, dann machen wir das doch. Gut, dann haben wir das. Mensch. Ja, Ise, du weißt, was ich meine. Weil ich hab keinen Bock, zurückzufahren. Das dauert so lang. Keiner macht Hodor, Mann. Keiner. Hodor? Hodor? Hodor. Was ist mit Hodor? Er sucht noch einen Callsign. Hab schon einen Callsign. Was hast du denn für einen Callsign? Kartoffel. Goblin. Achso, ja, das sind wieder bei Hulk. Pelikan. Und weil Hulk war, dann hab ich gesagt, dann wenn Hulk letztes Mal schon, dann mach ich wieder Goblin. Hulk ist schon geil für die Artillerie. Ich find's gut, ne? Wobei Fireball war auch nicht schlecht. Auch nochmal für dich zur Info, Tucker, ja. John. Ich werde ein Püppi in dem Komplex bauen, damit die Gegner erscheinen. Ja, 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 ja. Gut, Kinders, ich mach mich dann mach dich schon mal auf. Position. Ich muss erst mal gucken, wie ich mich positioniert kriege. Nimmst deinen Buggy, ne? Ja, ja, immer. Ich hab ihn gerade hier irgendwo gesehen. Da, hinter dir. Ach, da steht er, ja. Ja, bis gleich. Bis gleich. Wolf! Hulk vielen herzlichen Dank für 18 Monate. Ja, ich würde ein bisschen weniger machen, weil wir müssen uns... Ja. Du musst bedenken, das ist eine erhöhte Position, da müssen wir auch nochmal anders rechnen. Wir nehmen aber den Munitionstruck mit nach vorne, also wir haben nicht so elendig lange Nachschubwege. Ja, ihr. Ich weiß nicht, wo ihr steht. Ist eingezeichnet. Oh, cool. Kleiner Salzsee. Wir könnten den Munitionstruck bei Almira parken. Ja. Ja. Da können wir schnell hinheizen. Einmal über den Salzseebrettern und zurück. Naja, da muss der Marder zwar zweimal fahren, weil wir haben 7 Infanteristen und der hat nur Platz für 6, aber das kriegen wir irgendwie hin. Oder ich fahre nochmal mit dem Wolf mit oder so. Ich würde echt irgendwie sagen, wenn wir Koordinaten kriegen, rollen wir irgendwie 3 Geschosse und lassen uns neu korrigierte Einweisungen geben. Ja. Weil wenn wir halt nicht genau drauf sind, da wo wir hin sollen, und wir feuern 12 Granaten raus, dann war's für die Katz. Ja. Gerade weil ihr auf einen Hügel schießt, da geht schnell was daneben. Ja. Und da unser Spotter diesmal keine perfekte Position finden wird. Geht auch ja, schlecht. Das werden grobe Ansagen werden. Ja. Na, außer er fährt halt quasi außen rum und geht nördlich von Nidasos irgendwie auf den 121er. Da könnte er halbwegs sich da. Schon wieder weg. Wo Darkshade für uns lotsen können. Ja, vor allem sieht er dann die Einschläge nicht, wenn sie zu kurz kommen. Das Wetter heute. Ich glaube, die Sichtweite ist nicht so knorke. Ja, aber ich bin ja auch noch da.
Ich kann ja, was zu kurz kommt, kann ich ja melden, was zu weit kommt, kann er ja melden. Aber wir werden da schon die Granaten irgendwie ins Ziel bringen. Ja, ich glaub's auch. Na, ist halt nur wichtig, dass wir irgendwie die Tür gerannt kriegen, dass wir da irgendwie rankommen. Ja, ich glaube tatsächlich, da das Ding auf dem Hügel liegt, ist Artillerie wirklich der Türöffner hier. Ja, ich glaube, das müssen wir einfach einäschern und danach nochmal durchputzen. Also da hilft einfach auch nichts. Ja, es gibt einfach auch keinen wirklichen Pfad, wo wir rankommen, unentdeckt oder halbwegs gedeckt. Ist eigentlich da oben im Nordosten nochmal eine FOB angedacht? Eigentlich, also ja, auf dem Flugfeld. Molos Airfield eigentlich. Okay. Das wäre aber auch alles irgendwie. Eventuell könnte man auch überlegen, Almira Base im Norden quasi dann als Flugfeld nach Süden noch eins zu machen. Dass wir halt die Luftwaffe an den Start kriegen. So mit Jets und so Gelumpe. Aber das wäre halt auch alles. Ansonsten würde ich den Nordosten tatsächlich so lassen, wie er ist. Mhm. Weil was brauchen wir da, eine FOB? Ne, wenn wir ihn komplett eingenommen haben, brauchen wir da eigentlich nichts mehr. Außer halt was an einem Airfield, um da was zu starten. Gut, dann bringen wir hier doch mal ein bisschen Schwung in die Bude. Wollen wir los. Ja, irgendwie ist heute so Totensonntag und ich weiß nicht warum. Es ist Montag. Ja, trotzdem. Sonst war die Moral an einem Montag trotzdem besser. Ich dachte schon irgendwie, ich wäre gespawnt und hätte irgendwie alle Haustiere der Nachbarschaft plattgefahren. Also. Shepard? Ja. Random schreibt mich gerade an, er ist irgendwie komisch mit seinem Buggy geflippt und fragt, ob es okay ist, wenn ich ihn per Zeus heale. Ja. Ansonsten hätte ich das auch gemacht. Gut. Ihr seid soweit? Ja, wir sind soweit. Okay, hast du mit der Infanterie schon geschnackt? Nein. Okay, dann komm du mal und der Chef von der Infanterie, dann komm mal ins Büro, dann... Wo ist denn hier der... Und wir haben eine Luftabwehr dabei. Genau. Der Chef von der Infanterie, ist der bei euch? Der ist noch irgendwo im Bunker. Ach, der ist schon im Bunker. Da hat sich schon hingesetzt. So, kurz Plan schmieden. Wird wahrscheinlich ähnlich laufen wie damals, als wir Almira Base eingenommen haben. Weil Delfinaki Base einfach oben auf dem Hügel steht. Da haben wir nicht allzu viele Möglichkeiten, uns daran zu arbeiten. Weil die tatsächlich von da oben, das haben wir ja auch gemerkt, als wir den Radio Tower verteidigt haben und Iraklia und Delfinaki und Ioniana Dingsbums eingenommen haben, dass die von da oben einfach extrem gute Blickwinkel haben. Na, die können hier einfach das komplette Tal und jeden Marschweg, den wir wählen würden, abdecken. So dann irgendwie von Westen ran, über die 74. Wäre eine Möglichkeit, aber selbst da wären wir exponiert. Ne, sobald wir über die 74 rüber sind, sehen uns die Wachtürme. Ja, Mirabels, wir fahren auf Hügel 34, die schießen es kaputt. Dahinter Hügel 34, dann fahre ich euch vor bis zur Mauer. Ah, also ich bin, deswegen habe ich Hulk ja auch in Position geschickt. Beziehungsweise der kommt ja mit. Das wird tatsächlich, wir bomben das mal wieder sturmreif. Dann rücken wir nach. Mit dem Marder, ich würde tatsächlich auch von Westen, weil da die Straße reinführt. Das hier ist so die einzige Hauptstraße, die wirklich reinführt. Bei 55 das kleine Wäldchen, was da eingezeichnet ist. Bei 55, da? Ja. Da willst du dich verstecken? Ich kann mich auch noch weiter westlich verstecken. Also ich würde eventuell sagen, wir fahren hier Pefkas und gehen dann hier hinter dem Hügel erstmal in Stellung, bis die Ari durch ist. Na, fahren dann hier am Hügel lang, während die Ari noch feuert. Lassen uns hier vielleicht einen Smokescreen legen. Mal zwischen der 55 und der 63. Fahren dann hier bei der 55 in Stellung, hier irgendwo an der Bergkante. Warten, lassen dann nochmal Ari auf Delfinaki Base draufregnen und pushen dann über den Hügel rüber rein.
Mal viel anders. Bevor wir pushen, können wir dann smoken, den Anfangsbereich von der Base? Klar. So in dem Bereich? Ja, wir können uns smoken lassen, was wir wollen. Ja, das wäre ganz gut. Ja, da können wir uns ja schon mal die Wunschkoordinaten quasi markieren. Machst du einfach mit weiß und diesem Stern, wo du Rauch haben willst. Muss ich gerade mal gucken, wie das geht. Wir müssen halt nur einfach Doppelklick, wenn du rechts ausgewählt hast, was da. Also wenn du oben rechts ausgewählt hast, Farbe und Symbol. Wir müssen halt nur aufpassen, dass wir nicht zu weit nach Norden fahren. Na, ich male mal eben eine Sperrzone ein. Weil wir dann ansonsten das Problem Nidassos, genau. Ja, also ich würde tatsächlich nicht weiter als maximal so. Okay. 32 hätte besser meins gewesen. Sperrzone. Thrawn, vielen herzlichen Dank für dein Prime-Abo. Hallo und herzlich willkommen. Dankeschön. Ja, also, ich mach nochmal mit Blau die Route, außer spricht irgendwas dagegen. Ja, den Stern habe ich jetzt nicht gefunden, ich habe das X genommen. Ja, ist ja auch egal. Ach da, genau. So, das. Dann mache ich noch ein Weiß. Das X. Wir brauchen einmal einen Smokescreen. So, und dann, wenn der Smokescreen da ist, dann rücken wir halt bis hierhin vor und halten hinter 55 nochmal an. Genau. Dann geht's los. Also wir fahren dann sozusagen mit dem Heinz sozusagen. Juri hört. Ja. Frage deiner rot markierten Linie nördlich der Finaki Base, dürfen wir da nicht drüber hinweg? Das ist zumindest für unseren Trupp, der dann angreift, weil wir ansonsten wahrscheinlich nie Dasos triggern und wir brauchen dann nicht noch einen Flankenangriff, wenn wir gerade eine Military Base angreifen. Okay, so verstanden. Falls du dich dran vorbei sneaken willst und kannst und bei der 121 dich eventuell einnisten möchtest, go for it. Hulk für Fury? Frage, Karte so selbsterklärend oder brauchst du noch ein Briefing? Wenn ihr da ja auch wieder Panzergrenadiere seid, gehen wir mit auf die 54. Falls du ausfällst, dass deine Leute, wenn was ist, mich rufen können. Ja, okay. Wir werden Koordinaten brauchen für den Smoke. Ja, verstanden. Goblin müsste ja bald vor Ort sein, dann kann er ja schon mal gucken. Machen wir es halt so. Isa hat mich genötigt. Ich könnte euch vorfahren. Hulk? Gar nicht anders. Könnt ihr euch Position für Smokescreen geben? Das überlasse ich dir. Was würde ich sicher lassen? Wir gucken mal beim zweiten Ari halt, wie es aussieht. Ja. Und dann schalten wir spontan, ob ich euch vorfahre. Könnt ihr euch Position für Smokescreen geben? Ja, wir sind bereit. Ich muss mal gucken, wie ich nach vorne komme. Schiffer, 2, 2, 3, 5. Reparaturfahrzeug?
Ja, der bleibt ja irgendwo 0, schon 8, vorher stehen. Dann würde ich wahrscheinlich schon bei Almira Base stehen lassen. So weit? Ja. Koordinaten 2, 2, Hulk 6, auch hin kann. 2, 5, 2, und damit 0, er nicht komplett 8, zurück muss. 6, und so ist 2. er, in, ich sag mal, gedeckt. So korrekt. Ich guck mal eben, was wir noch so verfügbar haben. Übrigens, wir sind Hallo, Hartmann. Kanal 54. Kannst du schon den Heli... Als Goblin wollte direkt auch Koordinaten für Base. Minenräumer brauchen wir nicht. Muss ich wieder Ready to copy. Koordinaten für Base. 2, 3, 4, 7, 8. 2, 1, 0, 9, 1. Wiederhole, Koordinaten für Base. 2, 3, 4, 7, 8, 2, 1, 0, 9, 1. Sind denn eigentlich unsere ganzen Dingos? Ach, da hinten. In Sun. Wo sind? Ich grätsch mal kurz dazwischen. Wo stehen denn eigentlich unsere ganzen Dingos? Möglicherweise vor Bravo. Ja. Okay. Ich kann mir aber vorstellen, als Vorschlag, wenn wir in den Marder reingehen. Zur Information, die Koordinaten Base ist der südwestliche Tower. Den Sandwolf zum Beispiel. Ja, größte markierte Gebäude im Südwesten in Delfinaki Base. Der ist halt schön klein. Sandwolf oder Sandfuchs? Das wollen wir haben. Die Frage. Ja, der Wolf steht ja hier. Der Fuchs auch. Ach ja, stimmt, der steht davor, ne? Ja, gut, okay. Blau, entschuldige. Aus X markiert Koordinaten. Ja, da. Dann will ich den Fuchs nehmen, weil wenn es euch alle erwischt, dann. So, Gilly? Bringt der euch ja jetzt richtig hin. Optimistisch. Ja. Wir greifen eine Militärbasis an, also. Zumindest von der dünnsten Seite. Gilly, ja. So, dann für euch. Wir fahren Artillerie Halt 1 mit dem Marder zusammen. Dort gibt es dann eine Rauchwand für uns, beziehungsweise auch für den Marder, und dann fahren wir zum Ari Halt 2. Dort bleiben wir auch nochmal stehen. Dann wird nochmal gesmoked von der Arti. Und dann entscheidet der Heinz, je nachdem, ob er reinfahren will oder nicht, dass er uns direkt am Tor absetzt. Das könnte tödlich enden, aber okay. Nur da kannst du halt den Sandfuchs nicht. Dafür kannst du halt nicht den Sandfuchs mitnehmen. Für das letzte Stück. Ja, für den Sandfuchs müssen wir dann gegebenenfalls eine. Oder Sand. Ja. Dingens eine Metzone einrichten, dass man dahin dann die Leute zurückbringen kann. Haben wir eine Medivac oder bin ich der einzige Sonny gerade? Du bist der einzige Sonny. Wir haben noch einen Medivac Heli, den haben wir noch, aber mehr haben wir nicht. Du hast auf einmal Feind gespawnt. Ja, schön, der wird's halt gleich stressig. Ja. Haben wir da Einheiten im Vorfeld? Ja, wir haben links, wir haben einen Buggy da oben. Ja, wir haben unseren Spotter da oben. Okay. Ja, sollen wir dann den Fuchs nehmen und den beladen. Goblin für Hulk. Genau. Wir wären bereit für den ersten HE-Schuss auf die Base. Den Sandfuchs noch. Den Sandfuchs. Ich hol den Sandfuchs mal. Also verstanden. Ich würde da bin in Beobachtungsposition. Nicht in Sandfuchs. Das kannst du Sandfuchs. Ja, ne, die Sache ist, der Marder wird wahrscheinlich sich nachdem Yuri wir gesetzt haben wieder zurückziehen. Yuri. Bitte Freigabe für ersten HE-Schuss auf Delfinaki Base.
Steht nee, ich kann den ja auch anfunken, dass er herkommt und die Munition droppt. Ja, dann packe ich da ein bisschen was rein. Ich bin ja eher am überlegen, ob ich mir noch einen Igel mit. Zwei Geschosse unterwegs. Ich muss ja auch noch irgendwie an die Front. Ich nehme noch einen Igel mit. Zack. So. War zu voll. Super. Mach doch mal das Blinkelicht runter. Wenn ihr noch was braucht an den Igel, könnt ihr auch noch was stopfen. Lass doch das komische Licht weg. Meine ich zumindest. Außerdem kannst du den Ding, glaube ich, nicht nähen, oder doch? Keine Ahnung. Kein Fuchs, aber dann brauche ich auf jeden Fall einen Fader in der Kiste. Nee, im Wolf meine ich. Im Sand Wolf kannst du auch nähen. Ja, kannst du auch nähen. Überall, wo Sand dran steht, kannst du auch nähen. Muss aber schauen, dass die auf den Vierplatz gehen und auf den Sanitärplatz. Korrektur. So, dann mach du dich schon mal abmarschbereit. Wie viel Blut hast du dabei? Razzi, Fazzi. Willi einsteigen. Und dann ruhig nochmal, dann seid ihr genau drauf. Ihr habt gerade schon Ziele getroffen in der Finaki Base. Wenn ich der einzige Sonny bin. Verstanden, den Fuchs kriegt recht und nochmal. Okay. Jo. So, ich fahr mit dem Igel hinter euch her. Wo soll ich einsteigen? Da. Was war das denn? Juri für Goblin. Einmal tauchen gehen. Juri? Der ist auch schon unterwegs. Wer braucht jetzt einen Fahrer für den Fuchs? Ise. Wenn ihr könnt, gebt nochmal zwei hinterher, gebt aber mal 50 kürzer. Dann ziehe ich mich mal auch in den. Verstanden. In der Gerät. Noch Platz? Ja. Fury für Goblin. Soll ich der Gerät fahren oder was war genau die Phase? Ja, du fährst bitte. Also aktuell zur Information: knapp 50 Infanteristen in Punkt. Keine Fahrzeuge zu sehen. Vier. Ja, so verstanden. Ups. Ja, scheinbar. Nicht freiwillig. An meinen Fahrer, wir fahren über Pefkas, an Mira durch die zwei Hügel 73 und 74 durch und dann über Heraklia. Ja, hast du noch einen normalen Rifleman, den du entfernen kannst? Der bis Almira Base mitfährt? Nubi? Ja. Hast du noch einen normalen Schützen, der das Cabrio da vorne mitnehmen kann? Bis Almira Base? Finde ich. Und da einfach stehen lässt? Legio, steig mal aus. Da, ein Turm. Legio, nimm mal das normale Käschchen da vorne mit. Da. Okay. Olli, Nubi? Ja, geh mal mit ihm. Das war nämlich, ups. So. Dann wird die beiden zusammenbleiben. Gut. Dann. Sind jetzt alle drin, die in den Marder müssen? Ja. Abmarschbereitschaft herstellen. Das Ding hier ist eine eierlegende Wollmilchsau. Jo. Die letzten Damen doch ein bisschen. Das ist eine eierlegende Wollmilchsau, ja. Müsstet ihr 9 Meter dazu? Ich weiß nicht, ob sie immer ist in die Bär oben drauf. 50 Girl. Ja, verstanden. Das ist 50 Girl. Aha. Inkorrekt. 55 Girl. So, Abmarschbereitschaft, los. 9 nach links. 55 drauf und 9 nach links, verstanden.
Eigentlich bereit. Pelikan, genau. Pelikan für Fury. Ich hab's nicht wirklich verstanden, weil ich nicht zugehört hatte. Ping. Achso, ja, wir fahren einfach. Wo sind die auf der 54, ne? Punktcheck 54. 555. Moin, Mann, Fall. Lima Charlie. Cabrio an Lead. Cabrio an Lead, ja, okay. Hulk für Goblin, Hulk hat Smash gemacht. Hulk hat Smash gemacht. Hulk so verstanden. Hulk für Goblin. Hulk hört. 20 Meter nach links korrigieren und ein paar Meter oben drauf. So verstanden. Hulk Goblin für Fury? Frage, wolltet ihr nicht nur einen Testschuss machen? Testschuss. Sorry, hab ich nie verstanden. Stimmt, da haben wir uns ein bisschen hinreißen lassen jetzt. Tut mir leid. Weil ich gerade so irgendwie die dritte oder vierte Korrektur und Einschlag höre, deswegen frage ich mal nach, ob da irgendwas im Funk untergegangen ist. Wir halten das Feuer, bis du das Go gibst. Copy. Die Infanterie muss da auch noch nachkommen. Eine Frage, habt ihr die Smoke-Koordinaten schon bestätigt? Negativ. Testschüsse mit Smoke sind nicht so gut, davon haben wir nämlich nicht so viele Granaten. Copy. Dann hoffe ich einfach mal, dass die passen. Wie schnell fahren die denn bitte? Konvoi fahrt einfach mal so mit 60 querfeld ein. Kann man machen. Fury für Goblin. Fury hört. Korrektur zu eben, keine Fahrzeugrichtung, inzwischen eine Schilker mitten auf Punkt. Eine Schilker mitten auf Punkt, so verstanden. Bitte auf Karte markieren. Okay.
Random macht das Spaß, ja. Hier Legion? Fertig. Cabrio in Almyra absetzen oder einfach nur warten? Warten und dann dem Konvoi folgen. Nee. Das Cabrio hier stehen lassen. Nee. Okay, dann habe ich das falsch verstanden. Alles gut. Das Cabrio bleibt hier bei Almyra als Munitionspunkt, sowohl für Hulk als auch für Iron Man. Okay. Furion alle, Cabrio bei Almyra abgestellt. Lied für Sunny. Wo sollen wir dann den Fuchs stehen lassen? Klär ich gerade nochmal. Shepard von Louis. Shepard? Wo sollen wir den Fuchs stehen lassen? Überlasse ich euch. Ich würde vorschlagen, entweder Ari halt 1 oder 2. Von Ubi. Fertig. Muss immer bei Ari halt einstehen. Alles klar. Fury für Goblin, Shaker-Position aktualisieren. So verstanden. Ist Koordinatenweitergabe an Halt möglich? Dann einmal Koordinaten an Hulk weitergeben und Hulk Feuerfreigabe auf Schilker. Lubi. Hulk für Goblin. Dan hat gerade berechtigt den Einwand gebracht. Ein Ari Halt 1 ist nicht markiert. Aber ich nehme an, das ist der erste Artillerie Halt, der direkt an der Küste ist. Ready for copy. Alles klar. Koordinaten 2, 3, 5, 2, 1. 2, 1, 0, 5, 4. HE Schilker. Ja, das Ziel ist in Bewegung, das werden wir nie treffen. Wenn dann. So positiv hat sich mit deinen Worten auch wieder in Bewegung gesetzt. Du wie für Ise? Natürlich. Wenn du im weiteren Verlauf mitbekommen solltest, dass sich die Artillerie auflöst irgendwann, weil sie nicht mehr benötigt wird. Dann hak mal ein und sag, dass einer von denen dazu noch auf Sunny wechseln soll. Cool, mach ich. Der hat außerhalb meiner Sichtweite verlegt. Copy. Doof, dass das Ding in Bewegung ist. Was haben die denn für eine Marschgeschwindigkeit? Oh, habe ich Eisbären 10 überlesen?
Hallo Eisbären 10. Hallo Baldur. Moinsen, beschwer du dich nochmal über mein Flightlead-Dasein, ne? Dann machst du mit denen hier mal Kolonnenfahrt. Die wechseln hier die Geschwindigkeit im Sekundentakt. Goblin für Fury. Goblin hören. Hulk Smash. Hi für Goblin. Ich werde nämlich keinen Kontakt mehr zu denen haben. Zentrale Koordinaten für Base, habt ihr die noch oder braucht ihr die nochmal? Positiv, dann von da aus ein bisschen links, rechts, Feuer frei, Hulk Smash. Warum kann denn ich jetzt 20 mm HI nachladen? Ja, weil das komisch ist, aber das geht leider. Frag mich nicht. Ruhig bei dem links, rechts auch mal ab und zu ein paar Meter mehr, aber nicht viel. Fury für Loki kommen. Fury? Ich hätte einen Nachzügler. Frage Standard. Kann verlegt werden nach Iraklia. So, verstanden. Aber Vorsicht, bei Delminaki Base steht eine Schilka. Ach, Fuchs bis Adi halt hier. Halt, hat 5 Granaten abgefeuert, wartet auf Einschläge und neue Einweisung. Hulk für Fury, bitte Smokescreen 1 legen. Das ist der langgezogene zwischen Hügel 55 und Break. Hügel 59, kommen. Halt, so verstanden. Feuern Smokescreen auf vorher abgegebene Koordinaten. Iron Man und Pelikan für Fury kommen. Bereit machen für Vorrücken zu zweiten Ari halt. Bin bereit. SL für Wolf kommen. Frage, wir lassen jetzt hier den Sandfuchs stehen, habe ich das so verstanden? Kommen? Moment, warten, ich überlege noch gerade was. Sollte schneller gehen. Wieso von Ubi? Fertig. Geht mal den Fuchs nach auf die 36, Pi mal Daumen.
Entschuldigung, verstanden. Unterwegs. Sollen wir uns dann trotzdem der Infanterie anschließen und den Fuchs stehen lassen? Beziehungsweise Dan und ich bleib beim Fuchs zurück? Haltet euch erstmal im Hintergrund. Jo. Pelikan, Iron Man, move. Und Bewegung, Bewegung, Bewegung. Auch verteilt sich, ist aber leider recht windig und verteilt sich schnell. Ja, Fury, copy. Truppen müssen sich trotzdem bewegen. Hilft halt alles nichts. Hilft halt nichts. Gut, verschwindet aber sehr schnell wieder. Wir könnten ein bisschen noch nach rechts, nochmal zwei Smoke. Kommt noch mal ein zweites Feuerwerk. Sagt das, Hulk. Ja, da kommt auch noch ein Smokescreen, ja. Der kommt aber gleich für den Angriff.